Grüß ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pfeffer Komm. Wir haben uns jetzt letztes Mal mal Gedanken gemacht, welches Video wir letztes Mal schon mal gemacht haben, beziehungsweise letztes Jahr war das, oder? 22? Das ist schon ein bisschen her, ja. 22. Was den Leuten recht gut gefallen hat, und das war eigentlich so, was ist nach einem Jahr mit dem T5-Bus oder Fazit nach, weiß ich, 10.000 Kilometer oder? Fazit nach 10.000 Kilometern, T6.1. Genau. Und jetzt haben wir Fazit nach 12.000 Kilometer, neuer RS3 8Y, weil jetzt ist es genau ein Jahr her, wo wir im Februar das Auto in Passau beim Audi-Händler abgeholt haben. Und dass wir euch mal klein, sag jetzt mal, was ist gut, was ist nicht so gut oder was ist besser, genau, mal zeigen können. Es ist natürlich schon mal schlecht, dass das Auto dreckig ist, aber wir haben ja auch Winter. Es tut mir leid, die Autos werden natürlich auch von uns bewegt. Momentan mehr von mir bewegt, weil das Fahrzeug da drüben kennen die meisten noch in lila, und im letzten Video war das auch noch schwarz. Das wisst, haben wir die Folie entfernt und schwarz gemacht, weil das Auto jetzt Simon übernommen hat. Und ich habe noch aktuell kein Fahrzeug, beziehungsweise hat 10 Monate Lieferzeit, bis ich das Fahrzeug bekomme, das wir dann in den Alltag bewegen. Und deswegen, ja, soll nicht gejammert sein, aber jetzt müssen wir natürlich leider Gottes auch mit dem RS3 öfter fahren. Normalerweise hat das Fahrzeug meine Tochter in Empfang genommen, ne, beziehungsweise in Beschlag genommen. Also momentan sind wir noch begleitendes Fahren unterwegs, und dann ab Oktober darf sie ganz offiziell alleine ohne Papi Mami quasi als Anstandswawau unterwegs sein. Momentan ist ja noch mit Fiat 500 mit dem Dreibein auf Deutsch gesagt, aber die ist trotzdem ein Vierbein unterwegs. Genau. Und liebt natürlich das Auto. Und was liebt sie an dem Auto? Weil es ein Fünfzylinder ist. Jeder hätte wahrscheinlich jetzt gesagt, wir haben auch viele Kundschaften, die sich bei uns melden und sagen, Fünfzylinder ist nicht mehr so geil, hört sich nicht mehr so geil an. Aber ich glaube, im Video kommt schon auch gut rüber, hätte ich jetzt mal gesagt, was man gehört hat. Wir haben eine BTM-Auspuffanlage drunter, komplette Edelstahlanlage. Richtig, richtig geil. Endrohre haben wir komplett original gelassen, dass die in dem Style bleiben, sozusagen. Die sind normal schwarz sozusagen und bleiben auch komplett mit OPF, mit allem drum und dran. Also sind keine Downpipes geändert. Gibt ja mittlerweile Downpipes von HJS, habe ich mir sagen lassen, kosten aber irgendwo um die 4.500 bis 5.000 Euro mit Zulassung. Weiß nicht, in Verbindung mit der Auspuffanlage, glaube ich, ist das fast schon too much. Also das aus meinem Mund, ja, es ist richtig. Also ich finde, der Sound bei dem Auto ist genauso wie es schön kernig passt. Ja. Leistungstechnisch haben wir auch noch nichts gemacht, gibt es ja noch nichts, beziehungsweise gibt es schon was. Aktuell, glaube ich, HGP bietet sämtliche Leistungsstufen an und geht bei irgendwie 6.000 Euro oder 7.000 Euro los für die Software mit Ansaugung. Da haben wir uns jetzt noch nicht dazu entschieden, vor allem, weil meine Tochter auch mit dem Auto fährt und ich glaube, dass 400 PS eigentlich genügend sind für das momentan. Ja, ansonsten, fahrwerkstechnisch wisst ihr eh alles Bescheid. Wir haben jetzt gepfeffert V3 Clubsport mit verstellbaren Stützumlagern verbaut plus HLS 4 Kit. Wir können das gerne mal vorführen, weil jetzt haben wir aktuell die Winterreifen drauf. Und wenn wir jetzt mal die Fernbedienung betätigen, sieht man das dann gleich, wie das Auto hochfährt. Also ich würde fast schon behaupten, dass wir auf Originalhöhe sind, wenn das Auto angehoben ist. So hat er ungefähr original ausgesehen. Und ist auch serienmäßig vorne ein bisschen höher als hinten. Und ja, also ich finde das eigentlich mehr als stimmig. Dann kann man auch im Winter, wenn wirklich mal richtig, richtig viel Schnee liegt, so wie es aktuell bei uns ist, und meine Frau und ich auch mal übers Wochenende irgendwo hinfahren zum Skifahren und so, wenn das jetzt mal der Fall ist wieder, weil wir ja Schnee haben mittlerweile, kann man auch getrost aufs Knöpfchen drücken und dann hat man genügend Bodenfreiheit, auch in Österreich. Lass mal trotzdem wieder runter, sieht scheiße aus. Und so fahren wir jetzt aktuell jetzt Winterbereifung rum, haben auch ringsherum die 245er Reifen drauf gebaut. Ist ganz wichtig, weil du vorne den 265er fahren würdest, sage ich jetzt mal, freiheitstechnisch von der Freigängigkeit her, der Räder ist ein bisschen blöd dann eigentlich. So, deswegen haben wir ringsum die gleiche Größe drauf gemacht. Genau, ansonsten Carbonteile wisst ihr eh alles, genau. So. Leider immer noch keine, schreiben uns immer noch Kunden tatsächlich wegen ja, Reisen. Das ist, du müsstest hier eine Form abformen lassen. Ich habe eigentlich gemeint, dass da bestimmt noch ein Hersteller uns zuvorkommt und wir jetzt in dem Bereich dann eigentlich auch nicht mehr großartig
sag jetzt mal, gefragt haben, wie es da aussieht, aber bei Mindestabnahmen und so viel Stück, ich glaube, dass Spiegelkappen keinen Sinn machen, weil es die ja serienmäßig gibt, Schweller gibt serienmäßig, das einzige Heckdiffuser wäre eine Möglichkeit und der Grill halt vorne. Aber ihr könnt uns immer noch gerne den Grill, euren Originalgrill zuschicken oder wir haben einen im Austausch da, den wo wir dann nehmen können und dann eine Kaution verlangen würden und dann auch die dann, so wie es bei uns ist, halt laminieren lassen würden. Also das wäre von meiner Seite her natürlich jederzeit möglich. Ne? Auch Heckdiffuser haben wir einen zweiten da. Also das können wir immer in Kaution nehmen und ihr das dann, so wie es bei uns ist. Funktioniert genauso, sieht genauso aus. Gewichtstechnisch wird es wahrscheinlich jeden wurscht sein, gehe ich davon. Und Passgenauigkeit, weil Originalteil überlaminiert, ist ja dann auch zu 101% gegeben. Das mal nur so nebenbei. Ja, ansonsten, ich bin megamäßig zufrieden, was den Drift-Mode betrifft, also beziehungsweise den Performance-Mode, den du auf der Test-Taste drücken kannst. Das ist richtig geil. Also, und auch natürlich mit dem Sound, aber serienmäßig war ich mit dem Sound jetzt nicht zufrieden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt sage, das ist jetzt unser Sound, den wir haben, finde ich den geil, aber original habe ich den nicht geil gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Von der Auspuffanlage her bin ich enttäuscht, ist klar. Kein Schubblubbern hat man sowieso nicht mehr, weiß ja jeder, der OPF-Modell hat, dass das so ist. Dann hast du natürlich hier diesen schönen RS-Mode, den du drücken kannst. Dann hast du ganz normalen RS-Mode und dann gibt es ja noch den Performance-Mode. Und da hast du halt sämtliche Einschränkungen. Das heißt, du kannst auch mit diesem Mode auf der Rennstrecke unterwegs sein, weil alle Helferlein ausgeschaltet sind. Also zu 80% hätte ich jetzt mal gesagt. Und das Auto ist viel agiler. Das heißt, auch wenn du jetzt unterwegs bist, du bist in Schnee hat und so weiter und das Auto regelt da nicht, du hast es voll unter Kontrolle. Es ist richtig, richtig geil gemacht. Das muss man ehrlich dazu sagen, zu der Geschichte. Und dann, was ist richtig gut auch, gut gefallen tut mir natürlich, hat man nicht das Original Carbon. Ich weiß nicht wieso, erstens keine schräge Struktur, sondern gerade draufgelegt, um Material zu sparen oder was weiß ich, keine Ahnung, weil dann kannst du einfach von der Bahn runterschneiden. Haben uns dann hier dieses Mittelteil auch machen lassen. Das ist aber jetzt dann glänzend, glatt und das ist hier strukturiert. Aber gefällt mir eigentlich dann im Nachhinein wieder nicht mehr so. Am liebsten würde ich es nochmal ausbauen und ein bisschen Sand strahlen, weil das schwarz glänzende Teil war auch nicht so mein Fall, weil du alles verkratzt hier. Jedes Mal, wenn du hier hingehst und hier mal drückst, ist das schwarz glänzend. Und die anderen Teile, da ist dieses komische Alu-Gedöns und diese komischen Plastik-Gummi-Zeug da. Und das hier auch alles komplett aus Plastik. Sieht halt schon mächtig billig aus, da hilft auch das schöne Chrom-Alu-gebürstete Spange von Bang & Olufsen nix. Ne? Also das ist, bin ich ein bisschen enttäuscht. Und diese roten Lappen, dass die da drin sind, ja gut, das ist schön, dass es hat, aber müsste auch nicht sein. Dafür gibt es ja jetzt neue Sitze, ne? Glaube ich, oder? Ja, RS3 dann nicht. RS3 immer noch nicht, ne? Also nur RS4 und RS6. Mhm. Aber vielleicht beim neuen RS3, dass da auch ein Performance gibt oder so. Ja, ansonsten, ja, war ich auch qualitätstechnisch ein bisschen, ja, gegenüber dem Vorgänger, mir hat es besser gefallen mit den Runden. Du sagst, dir gefällt das besser? Eigentlich, mehr so? Eigentlich nicht tatsächlich. Also die zwei hier oben, die gefallen mir nicht. Das sieht irgendwie so U-Bus-mäßig aus, finde ich. Ja, das ist irgendwie, das passt zum Restlichen nicht. Das ist eckig, das Lenkrad ist wieder rund. Da müsste das Lenkrad auch ein bisschen so, ne? Weißt schon. Weiß ich nicht, aber gut, wir bemängeln das. Vielleicht ist das Jammern auf hohem Niveau. Was mir auch nicht gefällt, ist natürlich diese Geschichte hier, dass das neue sind zwei rote Ränder, nicht mehr komplett rote Gurte. Da bin ich auch nicht so der Freund von. Aber von der Funktionalität ist alles gut. Leistungstechnisch bin ich eigentlich mittlerweile schon. Am Anfang habe ich gemeint, ja, der geht nicht gut und so. Aber es ist entweder, habe ich es nicht mehr bemerkt, weil der RS6 einfach zu viel Leistung hatte, dass das gepasst hat. Aber jetzt, wo ich mit dem Auto unterwegs bin und wenn du Gas gibst, finde ich eigentlich schon, dass das richtig, richtig geil ist. Ja. Ansonsten, wir haben natürlich auch vorne Motorraum technisch mit der Ansaugung, wir haben jetzt auch schon einige Kilometer drin, die Venturi, was verbaut ist, finde ich auch richtig, richtig gut. Also macht auch richtig Spaß. Wenn man dann sieht, wenn das Auto im Winter benutzt wird, was da überall die Salzschlonze hier überall rum ist, dann musst du fast schon eine Motorwäsche machen. Schade drum eigentlich. Ne? Aber das ist schon richtig, richtig gut, das Teil. Also da bin ich eigentlich schon glücklich drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und macht auch schöne Im Herfahren gehört. So, das kann man noch ein bisschen geiler machen, aber das ist so richtig wie so ein alter 5-Zylinder, dass der die geile Mucke rauskommt. Ja, das Spoilerschwert haben wir noch dran gemacht, weil ich das vorne war und das Carbon-Teil da unten dazwischen hat mir besser gefallen, dass das ein bisschen so einen Abschluss kriegt, das Ganze. Und gefällt mir auch gut. Was nicht so schön war, war natürlich wieder wie immer die schöne schwarze Matte-Reling.
die wir dann schwarz glanzpolieren haben lassen dieses Mal. Weil wir gesagt haben, lackieren, müsstest den ganzen Himmel ausbauen und so weiter und so fort. Aber das hat Kultinze richtig, richtig gut erledigt. Fahrzeug war ja ursprünglich schwarz, ihr wisst es ja. Und wir haben das Auto dann in diesem Rot folieren lassen, weil es ja kein Misano-Rot nicht gegeben hat, sondern dieses, was weiß ich, Tango-Rot, oder? Tango-Rot? Heißt es Tango? Ich weiß es nicht, aber könnte sein. Also das nicht so schöne Rot und das ist, kommt ja eigentlich am ähnlichsten hin, aber auch noch nicht so. Das ist viel zu orangetonmäßig, finde ich. Und Individuallack hat es gar nicht gegeben, beziehungsweise hätte man noch länger warten müssen. Genau. Ansonsten, was mir noch geil, was mir richtig gut gefällt, ist der Spoiler drauf hinten. Der ist auch richtig cool. Die meisten Leute fragen aber, ist das Ding original? Also sage ich, ja, das ist original. Finde ich richtig, richtig gut auch. Gefällt mir. Und was halt nicht schön war, war dieser komische Einsatz, der wo es halt nicht in Carbon gegeben hat. Weil wenn es ein Carbon-Paket gibt, dann beinhaltet das lediglich den Spoiler, den Seitenschweller und die Spiegelkappen. Und vorne an der Frontpartie ist gar kein Carbon irgendwo und an der Heckpartie auch nicht. Das war schade drum. Ja, ansonsten Agilität und so weiter bin ich auch zufrieden. Spritverbrauch. Spritverbrauch war eigentlich beim Vorgänger ein bisschen mehr. Bei dem Auto jetzt, also ich bin, sind eigentlich sportlich mit dem Auto unterwegs. Ich habe jetzt auf Langzeit das mal getestet, wie es da aussieht. Langzeit haben wir drin 10 Liter, 10,01 oder so. Also das ist schon richtig, richtig gut. Also muss ich sagen, verbrauchstechnisch für das, was mit dem Auto gefahren wird, ist das mehr als in Ordnung, das Ganze. Hattest du irgendwelche technischen Probleme mit dem Fahrzeug? Technische Probleme hatten wir ja gleich, wo wir losgefahren sind, wo du dich erinnern kannst. Das war der S3, oder? Nein, der S3 ist ja komplett kaputt gegangen. Da war, den haben wir dann mit 3 Zylindern nach Hause gefahren. Ne? der ging doch gleich los mit Filter irgendwie, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Stimmt, da war was. Dann haben sie gesagt, nee, einfach weiterfahren. Haben sie schon öfter gehabt, ist mal so. Das war gleich am Anfang, warum das so war, weiß kein Mensch. Aber seitdem keine technischen Mängel mehr. Aber jedes Mal, wenn ich meistens das so erzähle, dann habe ich irgendwas. Ich hoffe es nicht, weil dieses Wochenende bin ich nach Österreich unterwegs und möchte hier keine Probleme bekommen. Ne? Ansonsten Kofferraum. Ich muss jetzt noch, wir fahren noch zu meinem S1, der, wo wir ja schon die ganze Zeit reden. Da kommt dann irgendwann schon nochmal ein Video. Das dürft ihr dann auch mal sehen, aber jetzt ist noch nicht für ein Video bereit. Kofferraum finde ich gut. Ist ausreichend, ist genügend Platz, muss man ganz ehrlich sagen. Passt wirklich. Kann man auch in Urlaub fahren. Auch, dass ich den Mitteldurchlade habe, dann ja, für die Ski. Fast ja? Mal kurz die Pumpe zahlen kann. Könnte man schon. Dann nehmen wir mal das Paket aus. Und da hat man sogar so Dinger, dass man das einsparen kann. Ja. Hier haben wir die Pumpe verbaut. Wir haben es halt hier so schön reingesteckt. Normalerweise ist ja das hier so fest, aber ich habe das absichtlich lose geschraubt. Warum habe ich das lose geschraubt? Weil wir letztes Mal ein Kundschaftsproblem hatten mit einem Ventil. Da haben wir ihm das Ventil kurzerhand von meinem Auto ausgebaut, weil keins auf Lager war und rückstandstechnisch und so weiter und so fort. Da haben wir gesagt, machen wir sofort. Und dann haben wir halt hier quasi diese schönen Staufächer und die haben wir halt richtig gut genutzt, dass immer alles hier parat ist und alles dabei ist. Ne? Aber wie gesagt, ich bin zufrieden, funktioniert richtig gut und ich habe immer meine schöne Anti-Rutschmatte dabei. Ne? Ladungssicherung auch im normalen Fahrzeug. So, genau, elektrische Heckklappe beim RS3, richtig geil, gefällt mir auch. Rückfahrkamera, alles was man so braucht. Ja, ich bin eigentlich zufrieden mit dem Auto. Bis jetzt kann ich nichts sagen, auch optisch. Das Einzige, was halt wirklich scheiße war, dass das Auto breit aussieht, aber nicht breit ist. Der Kotflügel ist extrem nach außen gestellt und ist nicht breit. Also das ist halt ein bisschen blöd, weil macht keinen Unterschied, weil das einfach mit der originalen Radreifenkombination in Verbindung mit einer Tieferlegung nur mit anderer Reifenkombination oder dementsprechender Einstellung funktioniert. Aber gut, das ist vielleicht Geschmackssache, aber kriegt man auch irgendwann hin. Na, ja. Also, es war nicht so viel jetzt wie beim T5-Bus, weil bemerke ich, beim T5 war ein bisschen mehr. Was T5 war im Vergleich eine Schreibkiste. Ja gut, also da war schon oft, also da war auch oft in der Werkstatt, er war noch nie in der Werkstatt. Also qualitätstechnisch muss man schon sagen, ja gut, hat ein bisschen nachgelassen die letzten Jahre, schade drum. Und auf der gleichen Plattform, dass das immer noch so solche Mängel auftreten mit den Schiebetüren und so, wie dasselbe wie vor 15 Jahren, wo der T5 das erste Mal vom Band gerollt ist oder fast schon 20 Jahren. Ist schon schade eigentlich, aber gut, mein Gott, aus dem Augen, aus den Sinn würde ich schon fast sagen, aber toi toi toi, meine Schwester hat mit dem Bus jetzt keine Probleme mehr bis jetzt. Vielleicht hat es nur an mir gelegen. Man weiß es nicht. Ja, ansonsten,
war das heute mal so ein Video, weil wir gesagt haben, das ist vielleicht für euch auch sehr interessant. Ab nächster Woche geht es dann weiter mit den Videos, was wir euch schon letzte Woche gezeigt haben von den einzelnen Fahrzeugen, weil da wird ein bisschen was fertig, ist auch schon ein bisschen was angekommen. Da werden wir euch definitiv dann Material zeigen, felgentechnisch und. Ja, so machen wir das. Also, in diesem Sinne, macht es gut, schönen Sonntag, Servus, Habadere.